Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Uncut-Video. Uncut ist es auch wirklich, aber in diesem Fall weiß ich, wer reinkommt, denn wir verbringen schon den ganzen Tag. Timo, du kannst gerne kommen. Er ist weggelaufen. Bis jetzt wisst ihr nur, dass die Person Timo hat, wahrscheinlich steht da auch ein Titel drin. Wir verbringen schon den ganzen Tag miteinander und unterhalten uns sehr schön. Und dann kamen wir auf die Idee, dass wir beide ein Uncut-Video machen können, weil wir oft wirklich tolle Gespräche haben, die super deep sind. Ich glaube, das macht euch auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Timo ist gerade weggelaufen. Da wir nicht schneiden, gehe ich jetzt nicht raus und suche ihn, sondern ich warte einfach hier, bis er kommt. Es ist ja Uncut, aber wir machen mal eben was, damit ihr aufs Bild hier weiterläuft. Wir zeigen mal eben so einen kleinen Mini-Porn von den Sachen, die er so gerissen hat, weil das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Eine Person, die sich immer so ein bisschen underrated, aber sehr, sehr, sehr viel geleistet hat. Also, oh, machen wir gleich. Er ist auch auf Toilette gegangen. Ach so, okay. Oh. Ja, ich schicke ihn dir rein. Ja, jetzt machen wir es doch. Also, wir machen mal eben so ein paar Aufnahmen rein, die wirklich absolut atemberaubend sind. Los geht's. So, warte mal kurz austreten. Ja, gar kein Problem. Hier kein Problem. Also, es läuft schon. Wie gesagt, das Ganze ist uncut. Okay. Sag kurz einmal ganz kurz lieb Hallo. Weil die Leute sind. Es ist nicht live, aber es ist gefühlt live, wenn es läuft. Dann ist gleich mal noch mein Fähnchen weg. So, wunderbar. Ein Gruß in die Runde. Wie geht's dir? Gut. Hat's geschmeckt bis jetzt? Der Zimt, das Zimtteilchen war sehr lecker, ja. Das ist schon gut. Ja. Wenn wir beide uns treffen, haben wir eigentlich immer sehr spannende Themen. Mhm. Und ich finde, selbst vom ersten Treffen an, dass wir sehr schnell immer reinkommen. Ja. Ne? Dass man nicht das Gefühl hat, so, ja, den habe ich jetzt so 4, 5 Mal getroffen in meinem Leben so und dann so eine Abtastung, sondern ich finde, es hat immer eine sehr coole Stimmung schnell. Ja, man muss auch sagen, dass wir an dem Termin ja schon lange gefeilt haben. Das stimmt, stand der ist jetzt überfällig. Mal, genau. Ich glaube, das erste Mal haben wir darüber gesprochen, 2 Jahre, 3 Jahre, würde ich sagen, richtig, ungefähr. Richtig. Und jetzt hat es 3 Jahre gedauert, also 1000 Tage ungefähr, bis das jetzt passiert, wie es passiert. Genau, und da war das Thema Museum dann noch gar nicht da. Richtig. Ne? Und wir waren gerade im Museum. Mhm. Und da ist noch was ganz Cooles passiert. Da habe ich gerade entschieden, dass wir auf jeden Fall noch ein 9.19-Technik-Video drehen müssen. Mhm. Weil das Gefühl, wenn du vor dem Auto stehst und du machst zum Beispiel die Tür auf und redest über die Nummer, die oben steht und sowas, diese Nummer habe ich noch nie gesehen. Und daran merkt man einfach, dass es einfach dein Auto ist. Richtig, richtig. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viele Stunden, natürlich die anderen Fahrer auch, aber wenn ich es auf mich beziehe, wie viele Stunden ich da drin schon verbracht habe. Stunden der Freude, Stunden ja, Emotionen, Stunden vielleicht auch des Frustes, weil das Chassis ist in Le Mans in Führung liegend, hatten wir da ein technisches Problem, sind zurückgefallen. Also der große Traum vom Le Mans-Sieg, zumindest 2016, wurde damals hat sich nicht erfüllt. Das heißt, es ist eine ganz viel unterschiedliche Stimmung drin. Und ich habe da auch so einen Blick dann natürlich dafür, ist das Original, ist das nicht Original. Ne? Und deswegen war das erstmal der Check, weil du hast mir unten ja gesagt, Erdgeschoss, alles Original. Und da habe ich gesagt, ganz oben mal gucken, ob das auch so stimmt. Und genau, 100%, ja. Ist ein komplettes Auto. Genau. Mit deiner Trinkflasche? Mit meiner, genau. Damals ist Dieser Eimer, der drin ist? Richtig, genau, ist die Trinkflasche. Bisschen was über einen Liter, glaube ich, war das. Wir haben uns das Auto ja geteilt mit Weber, Hartley und mit mir, also zu dritt. Und hier, Chassis Nummer 1603, genau. Ja, das war unser Auto. Ist das cool für dich, sowas wieder zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Weil man hat ja auch so eine Beziehung zum Auto. Also ich bin jetzt kein Fahrer, der jetzt dem Auto irgendwie aktiv Namen gibt, aber man hat so eine Beziehung, weil man ja ganz, gerade schon gesagt, ganz viele Emotionen gehen dadurch. Man hat ja auch, ich war von der Entwicklung Anfang an bei dem Auto ja komplett mit involviert. Das heißt, man hat da so eine ganz besondere Nähe dazu. Und weil das einfach für mich immer das Schönste war, ein Auto zu verstehen und am Limit zu versuchen, am Limit zu bewegen, ist das ja auch
Ja, genau. Kannst gar nicht mehr aufhören zu reden. Aber es ist nee, aber versuchen. Nein. Versuchen, am Limit zu bewegen. Ja. Also ich, also das, einer der größten Punkte ist für mich einfach wirklich, wenn ich, ich weiß nicht, ich muss das wirklich, ich will das vernünftig, respektvoll vor dir beschreiben. Stefan Bellof war für mich immer ein verdammt cooler Typ. Und es war auch extrem traurig. Und ich glaube auch, dass Stefan Bellof jemand gewesen wäre, der, glaube ich, von seiner Karriere her noch ganz andere Wege gegangen wäre. Ja. Ja. Von seinem Alter, wie er da so drauf war. So. Und diese Runde, die er gefahren ist, war schon wirklich unglaublich. Und ich habe mich schon damals immer gewundert, warum schlägt das denn keiner? Warum? Was ist daran so schwer? Warum ist diese, also für die, die es nicht wissen, Stefan Bellof ist der Rekord, weiß nicht, wie viele Jahrzehnte sogar, glaube ich, der Rekord. 35 Jahre. 83 war das, ja. 35 Jahre war der Rekord auf der Nordschleife aktiv in diesem alten Becher von diesem Herrn. Ja. Und ich habe die Runde auch immer noch öfter geguckt, also was man davon sehen kann oder wenn man diese Aufnahmen sieht, die da so gefahren werden. Wo Jochen Maas auch so und die ganzen, genau. Und dann kam halt die Runde mit dem 919. Ich will jetzt nicht nur über den 919 reden, das machen wir auch gleich, weil ich glaube, da geht ja jeder mit auf den Sack. Ja, absolut, ja. Aber nee, ist alles cool, weil das ist ja eigentlich das, wo ich am meisten drauf angesprochen werde. Und aber bist du auch am meisten stolz drauf? Wenn ich ein bisschen ausholen darf, es ist eigentlich, ich will nicht sagen zwiegespalten, aber Stefan Bellof war für mich auch so ein Jugendidol, gewesen. Ich habe natürlich nie kennengelernt, weil als er verstorben ist, war ich ja irgendwie 4 Jahre alt, also 1985. Aber ich hatte ein Erlebnis, dass ich 1995 habe ich beim Stefan Bellof Gedächtnisrennen in Oppenroth in seiner Heimat teilgenommen, auf seiner Hausbahn und habe dann bei der Siegerehrung den Pokal aus den Händen von seinem Vater bekommen. Und der hat dann später Tränen in den Augen gehabt und hat meiner Mutter später gesagt, ey, äußerlich erinnert mich so ein bisschen an Stefan, also irgendwie wie damals die schöne Frisur damals war und die Haare. So, und dann hat man so ein bisschen Kontakt gehabt und ich habe dann später, bei der Porsche-Zeit habe ich ihn wieder getroffen beim Solitude Revival und dann haben wir Nummern getauscht, da war er schon weit über 80, ne? Und er hat mir wirklich so in auch während der 919-Zeit fast nach jedem Rennen irgendwie geschrieben, angerufen, hat verfolgt und ganz, ganz toll, was viele auch nicht wissen, nach der 919-Runde mich abends heimgefahren, irgendwie 6 Uhr oder was, dann klingelt das Telefon und er war dran, ne? Georg Bellof. So, und das war für mich fast... Ja, finde ich... So, und dann sagt er zu mir, Mensch, Timo, super Runde gefahren und als allererstes würde ich mal sagen, bin ich froh, dass es dir gut geht, weil es war ja schon ganz schön schnell und so und hat mir da gratuliert, dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich. Schwierig. Vom Herzen, also die Runde von Stefan, die ist unerreicht, die will ich auch damit überhaupt nicht schmälern, also überhaupt nicht, sondern das respektvoll auch mit umgehen, weil die Runden kann man nicht miteinander vergleichen. Nein. Das Auto in der Zeit, Nordschleife. So zu bewegen. Ja, so zu bewegen, mit Haarschaltung, mein 750 PS, auch sagen wir nicht so kontrolliert wie heute, Reifentechnologie und so weiter, Ground Effect, man kann das nicht vergleichen und das habe ich ihm ganz laut gesagt. Nee, das versteht er. Und wie gesagt, wir waren uns da schon auch nah in dem Moment. Und das war, wo ich heimgefahren bin, war ich, Mensch, das war, kriege ich wieder Gänsehaut, war ein ganz toller Moment, weil er auch, das war so menschlich, es hat unheimlich gemenschelt. So. Und deswegen muss ich sagen. Auch die richtige, also. Ja. Es hat ja quasi die Person angerufen. Ja. Ich glaube, für viele Leute war dieser Rundenrekord Porsche. Ja. Für mich war die Rundenrekord Bellof. Ja. Also, wo ich das gesehen habe, war für mich, okay, jetzt ist diese Geschichte von diesem Rothmans Auto weg. Ja. Das war das für mich. Ja. Und natürlich ist ja nur 19 Evo toll. Und natürlich hast du das auch ganz toll gemacht. Aber für mich war das mehr, so lange, es hat lange gedauert, bis das jetzt passiert ist. Und dann auch noch so massiv. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe ja auch viele Leute bei Porsche und im Flurfunk kam man schon an mich ran. Und da dachte ich so, nein. Was für eine Zeit? Ich vertue dich um eine Minute. Nein. Und das ist halt für mich... Ja, aber ich sag mal so, ich bin... für die Runde an sich bin ich schon froh, wie es gelaufen ist, muss man schon sagen. Also die Runde war unter den Gesichtspunkten, dass Nordschleife ist, dass es nicht ungefährlich ist. Und den Gesichtspunkt, dass es verdammt schnell war, bin ich da wirklich zufrieden mit. Und bin auch, stolz in dem Moment, dass ich sage, also es gab da ein paar Ecken, wo das sehr, sehr schnell, also wo du einfach Probleme hattest, das überhaupt zu verdauen, die Geschwindigkeit, das ganze Bild im Prinzip, weil Nordschleife ist ja eh wenig Runoff, alles steht sehr nah, die Bäume, also alles kommt eh schon mal schneller rüber als normal.
Und das bei der Geschwindigkeit, also da bin ich happy mit. Aber auch wie, muss ich auch sagen, das Auto ist ja, klar, ich bin gefahren, aber steht der richtige Team dahinter mit, ist ja ein super komplexes Auto. Ne? Und da mal, wie wir das dann gemacht haben, gewissenhaft, weil wir hatten auch Runden, wo wir dann abgebrochen haben, wo wir bei dem Halbtagestest, den wir hatten, und dann gesagt, okay, irgendwas passt jetzt nicht mit dem Boost und so, und dann, okay, nee, abbrechen. Also das war alles sehr, muss ich sagen, sehr vernünftig, und weil jeder gewusst hat, wenn hier was schief geht, das ist halt richtig gefährlich. Ne? Von daher, das passt schon, aber in der Tat werde ich am meisten drauf angesprochen, obwohl bei mir eigentlich immer so das Thema war, ich wollte da sportlich die Erfolge machen, Le Mans. So kamen wir auch drauf, weil wir ja gerade halt schon sehr viel gesprochen haben. Ja. Und ich glaube, man unterschätzt wirklich die sportliche Leistung und was so ein Rennfahrer in deinem Level wirklich leistet. Mhm. Und viele reden immer nur Formel 1, Formel 1, Formel 1. Aber das LMP-Thema ist von der körperlichen Belastung und von der Dauer und wie gefahren wird, nicht anders. Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, in Le Mans, wir fahren 3 Stunden am Stück, wenn es pressiert. Also ich glaube irgendwie 4 Stints, also ein Stint, weißt du, ist immer eine Tankfüllung, bevor der Reifen gewechselt wird, weil meistens wird der Reifen zusammen mit dem Fahrer gewechselt dann, dass man halt die Zeit optimal nutzt. Und das heißt, da fahren wir zum Teil 4 Stints, 4 Tankfüllungen auf einem Reifen, und das ist halt dann sind halt 3 Stunden und ein bisschen was. Ne? Das heißt, hart. Das ist hart. Ne? Und vor allen Dingen auch so, ich meine, die Autos sind schnell, du fährst 3,45 auf der Geraden, du hast Querbeschleunigung um die 4G. Ich meine, das was macht ein Formel 1 Auto? 4, 5? Ja, die sind schneller, weil Formel 1 hat jetzt, die aktuellen sind ja brutal schnell. Oder ich glaube, die bis letztes Jahr waren noch schneller. Also gehen Richtung 5G Querbeschleunigung. Ehrlich schon? Ja. Bei uns ist knapp über 4. Ich glaube, bei den kürzeren Rennen haben wir auch dann aggressivere Aerodynamik, wo dann die Kurvengeschwindigkeit noch schneller sind. Da fährst du dann auch wahrscheinlich so 4,5. Also bis langsamer als die Formel 1, aber die LMPs sind schon verdammt schnell. Ne? Besonders für die letzten, was der 919 ja war, die Hybridfahrzeuge, weil du hast ja vorne 400 PS über die E-Maschine, frontgetrieben, und im Heck hast du knapp über 500. Ne? Also es geht schon gut vorwärts. Ja? Dann hast du mir vorhin was erzählt, dass du 16 Jahre lang wo trainiert hast? Ja, ich habe meine fast komplette Profikarriere am Olympiastützpunkt in Saarbrücken bei uns in der Heimat trainiert, wo dann die ganzen Olympioniken aus der Region eben trainieren. Also ganz viele gibt es, ganz viele Sportarten. Aber ich glaube, dass das denkt, ich glaube, dass das kann, das können sich Leute so nicht vorstellen. Nee. Weil wenn du über den, also da sind andere, die machen irgendwelche anderen Sportarten, die für den nicht autobegeisterten Menschen eine Sportart ist, dann fragen sich, was macht der denn da? Richtig. Der muss doch nur ein Lenkrad drehen. Stimmt. Es war am Anfang immer sehr lustig, weil ich habe da angefangen zu trainieren, also um 2004 rum. Am Anfang war es so, ist auch sitzende Tätigkeit und so, und du musst ja gar nichts machen. Also es war immer so ein bisschen lustig. Sitzende Tätigkeit. Also wenn man sieht, wie du durch die Karre fliegst bei der Rekordrunde, ist das kein, du sitzt eigentlich kaum im Sitzen. Nee, ist immer, genau, ein bisschen, bin eh leicht, deswegen war ich... Ja, du warst eigentlich so am Anfang. Na, aber es hat sich relativ schnell, ich habe auch einen sehr guten Trainer gehabt, muss ich sagen, Uli Mühlbrett, der auch andere Sportarten betreut hat, und war immer der Exot eigentlich gewesen. Ne? Motorsport ist ja nicht olympisch, das heißt, war immer so ein Sonderfall auch gewesen. Und was mir aber unheimlich gebracht hat... Würdest du denn wollen, dass Motorsport olympisch wäre? Nein. Nee, gut, da muss... Wie? Das ist genau die Frage, wie. Aber ich sag mal, ich würde schon mir wünschen, dass der Motorsport immer mehr anerkannter ist in dem Moment, dass man jetzt jungen Fahrerinnen und Fahrern die Chance gibt, dass sie auch an den Standorten mit trainieren können. Weil wenn ein junger Kartfahrer oder Kartfahrerin irgendwie EM/WM fährt, also international auch Deutschland vertritt, warum sollen sie nicht das Know-how irgendwie mitnehmen können? Weißt? Also an Trainingsmethoden. Hat das so viel gebracht, das Trainieren da? Ja, es ist einfach, bei mir war es so, ich war damals durch Junior-Team eben zum Profi geworden bei Porsche und habe mich immer versucht zu verbessern. Ne? Und habe gesagt, okay, wie kann ich jetzt körperlich einfach den nächsten Schritt machen, mental, und bin da aktiv auf das Olympiastützpunkt gekommen. Und der Trainer hat das im Prinzip so weit möglich gemacht, dass ich den Kraftraum dort nutzen konnte und auch die Infrastruktur. Toll. Ne? So, und das Tolle war, wir haben immer mit meinem Trainer zusammen immer auch die Möglichkeiten gehabt, neue Ideen. Also der hat mich zum Beispiel von der Sprossenwand abgespannt. Also ich war da unten auf der untersten Sprosse gestanden mit beiden Füßen und oben mit einem Gummiband abgespannt, sodass ich da in einem gewissen Winkel da nur mit dem Hals fixiert war. Sagen manche Leute, die vorbeiliefen, was macht ihr hier, was soll das, ein Zirkus oder so? Aber das war eigentlich, um die Querbeschleunigung zu simulieren. Und weil Motorsport, jeder, der Rennen gefahren ist oder Auto schnell gefahren ist, weiß, also Rumpfmuskulatur und Nacken ist ganz, ganz wichtig. Ne?
Genau, und das kannst du auch machen, wenn du die Muskulatur nicht hast. Nur deine Rundenzeit bleibt nicht kontinuierlich. Weil das ist wirklich das, wo das sich trennt. Wenn der Körper fit ist, bist du in der Lage, dieses Prozedere besser gleich zu wiederholen. Ja. Und deine Rundenzeit macht nicht... Weil du nämlich irgendwann anfängst zu hudeln, weil dein Hals, dein Körper dann nicht mehr mitkommt. Und das ist ja das, wo der Sportler wirklich zeigt. Nebenbei bist du das schönste Junior-Auto gefahren, was es so gab? Absolut. Mit Abstand, ja. Wo mir auch gerade eine Idee kommt, vielleicht können wir das auf den GT2 sogar drauf machen, das Design. Das wäre echt cool. Das wäre richtig cool, ja. Also das Auto war damals, war legendär. Ich meine, wird heute noch drauf angesprochen. Ja, ich spreche jedes Mal auf die Karte. Ich finde es so geil. Aber nur mit den roten Spiegeln, ne? Ja, jetzt weiß ich auch, was die roten bedeuten. Ich fand aber die blauen und die gelben auch schön. Okay. Ja, weißt du, aber für dich hat es eine andere Bedeutung. Ja, weil wir hatten damals, das war so ein bisschen intern, also dass der, ich habe als Lehrling dann angefangen, als der kleinere von den zwei Junioren, weil, wie du weißt, waren ja damals immer zwei in dem UPS Porsche Junior Team. Der kleinere hat immer dann weiß oder gelbe später Spiegel gehabt. Und der ältere von den zwei, der erfahrenere, hat damals dann die roten gehabt. Ne? Also im ersten Jahr Lukas Luhr, da war er der ältere, ich war der kleine, der Lehrling. Hab dann mit den gelben Spiegeln gefahren und als Lukas dann rausging oder weiterging, habe ich dann die roten bekommen. Ne? Und der Marc liebt dann die Gelben. Also das war dann so der Verlauf. Das sind auch alles Namen so, ne? Marc liebt, die alle sind ihre Wege gegangen, ne? Es war einfach ein super Programm einfach, weil du bist ja raus aus dem irgendwie jetzt Motorsport, ich will nicht sagen Hobby, aber du machst halt das so, wie du es machen kannst, ne? Und auf einmal hast du einen Fahrzeugingenieur, ich meine nicht irgendeinen, sondern Roland Kussmer, Godfather of GT3. Also die können dir wirklich das erklären. Die haben dir erklärt, wie ein Start, also mit der Kupplung, damals war das ja mit Kupplung geschalten. Wie machst du einen Start? Wie Reaktionszeit trainieren? Wie machst du einen Reifen warm? Wie teilst du den Reifen überhaupt ein? Wie spürst du aber das extra Zuckerl, haben sie immer gesagt, vom Reifen? Wann hat der seinen Peak? Und alles so Geschichten. Ne? Und das während du fährst? Ja, auch mit Zwischengas und so weiter. Das war ja damals, gab es ja noch keine Datenaufzeichnung bei den Fahrzeugen. Ne? Das war also sehr basic, aber es war die absolut richtige Schule, ne? Um so das Handwerkszeug zu erlernen. Wo siehst du die Zukunft von Motorsport? Wirklich? Ja. Also ich bin ein Racer durch und durch. Motorsport ist mein Leben, muss ich dazu sagen. Da habe ich alles für gemacht. Es war auch immer mein Traumberuf. Ne? Also ich bin einer der wenigen, die es reichen durften, erleben durften, noch erleben. Och, toll. Ja, jetzt auch in einer anderen Rolle als Teamchef oder als Teambesitzer. Also für mich ist wichtig, dass Motorsport weiter eine Relevanz hat. Ich denke... Warum? Viele Menschen wissen gar nicht, dass tagtäglich die Technik, die sie nutzen in ihrem Fahrzeug, dass sie aus dem Motorsport auch kommt. Also, oder Motorsport erprobt wurde. Mhm. Turbotechnologie, Scheibenbremsen. Ja, also die Effizienz, die du dort hast, kannst du ja ummünzen in weniger benutzen. Genau. Und ich sag mal, für mich ist in der Spitze muss der Motorsport diese Relevanz weiter haben. Und da geht aber nur über die technische Entwicklung, dass weiter Sachen erprobt werden im Motorsport. Das ist für mich in der Spitze. Das muss das Ziel sein. Ist ja beim 919 im Prinzip genau das gewesen. Durch das, die Hybrid-Technologie, Batterietechnologie und so weiter, sind ja auch viele Sachen, viele Themen ja auch in den Taycan später eingeflossen. Oder zumindest haben es die gleichen Leute, 918, die gleichen Leute begleitet. Ne? Und deswegen in der Spitze diese Relevanz für die Serie, die muss da sein. Ne? Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das im Moment verloren geht. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch nochmal drauf aufmerksam macht, weil da passiert viel mehr, als man von außen denkt. Und ganz kurz, ich muss noch was ganz kurz sagen. Okay. Du bist als Privatperson hier. Richtig, ja. Genau, nicht als Markenbotschafter oder als Porsche-Mensch, sondern du bist jetzt als Timo hier. Genau, ich bin als Timo hier und das haben wir ja, das war deswegen, den Termin haben wir, oder das Treffen, ist ja kein Termin, das Treffen haben wir schon länger geplant gehabt und das ist mir auch ein Anliegen dann, dass wir sagen, machen das jetzt, klar. Nee, aber ich noch sagen wollte, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist für mich, dass man in der, das war jetzt eben die Spitze, wo wir gesprochen haben, dass man in der Basis eben auch, den Menschen, die Motorsport betreiben und die Spaß dran haben, die auch gar nicht unbedingt so den Profi-Ansatz haben, dass man denen das ermöglichen, das auch auf mit kleinen Möglichkeiten zu machen, weil die treffe ich auch ganz oft. Ne? Kinder, Jugendliche, die sagen, keine Ahnung, Kartsport, Kartslalom-Bereich, also wo du gar nicht ein eigenes Sportgerät besitzen musst, aber dass man da das ist eigentlich noch festigen, dass man Sport, dass der Motorsport einfach auch aus Spaß gemacht wird, dass der wie soll ich sagen, dass... Ein Teil des ganzen Sports ist. Ja, Teil des ganzen Sports. Ja, dass wenn jemand zum Beispiel sagt, okay,
Er macht Judo, er macht Leichtathletik und dass der andere sagt, okay, aber ich fahr Rennen. Ja. Und dass es anerkannt ist und dass es einfach auch ausgeübt werden kann. Ne? Okay, das ist deine Sichtweise. Meine Sichtweise. Aber was denkst du denn? Es ist sehr viel Bewegung gerade in allem. Mhm. Ne? Mhm. Siehst du genauso wie ich. Ja. Und ich glaube, wir erleben gerade die spannendste Zeit in der ganzen Geschichte des Autos. Das weißt du aber immer erst nachher. Mhm. Ich bin der Meinung, ich spüre, dass das jetzt gerade passiert. Mhm. Was denkst du denn, wie das in 10 Jahren laufen? Also was, 10, 15 Jahre? 10, 15 Jahre? Mhm. Was glaubst du? Schwierig. Kann ich gar nicht beantworten. Einfach, Timo, dein Gefühl. Ich denke schon, dass neue Technologien schon in der Spitze erprobt werden. Das denke ich schon, da glaube ich dran. Ich denke, dass Motorsport wahrscheinlich breiter aufgestellt ist. Ja, weil man jetzt von du musst ein bisschen reinkommen ins Bild. Ja, okay, gehe ich raus aus dem Bild? Ja. Ich glaube. Sorry, keine Absicht. Ja, Entschuldigung. Ich denke, dass ja, es ist einfach vielleicht ins Blaue gesprochen. Ich glaube, dass in der Spitze schon Motorsport für die Technologien weiterhin relevant ist. Muss vielleicht nochmal mehr erwähnen, dass man das halt auch als Message rüberbringt, aber ich denke schon, dass es weiter relevant ist. Vielleicht wünsche ich es mir jetzt auch einfach, aber ich denk, das ist der Ansatz. Vielleicht ist Motorsport dann breiter aufgestellt, also Thema E-Sports. Ich denke, dass E-Sports dann ein Teil, eine Disziplin von Motorsport sein wird. Könnte ich mir vorstellen. Für denselben Fahrer glaubst du, dass ein E-Sport-Teil und ein echter Teil kommt? Entweder das, aber es kann auch sein, dass wir dann auch reden und sagen irgendwie, in manchen Ländern ist es ja schon so, dass die E-Sports-Fahrer dann gehypt werden oder einfach dann, und das kann schon sein, dass es dann eine E-Sports-Meisterschaft gibt, die gleichwertig ist, auch im Ansehen, wie die Meisterschaft in Strecken. Das kann sein, also das können wir vorstellen. Und das war jetzt, wenn wir reden vom traditionellen Motorsport, dass der mit E-Fuels oder wie auch immer, dass ja auch weiterhin stattfindet. Also ich denke, dass es sich breiter auffächert. Ne? Mhm. Aber in der Spitze darauf poche ich jetzt vielleicht ein bisschen arg, will mich nicht immer wiederholen, aber ich glaube in dieser Spitze, dass man diese Relevanz zur Serie nicht verlieren darf, ne? Weil sonst ist man irgendwann abgekapselt. Ja, das ja, darf ja. nicht sein. Ne? Kein Bezug. Kein Bezug. Wenn ich den 919 sehe, wenn ich mit dir um den 919 rumgehe, merke ich, und ich glaube, ich habe ein gutes Verständnis von Autos, merke ich, wie unterschiedlich wir dasselbe Auto sehen. Und da merke ich es. Der 919 ist für mich schon. Ich verstehe, was da so gebaut wurde, aber ich spüre, bei dir ist einfach ein ganz anderer Hintergrund. Und ich glaube, das ist für jemanden, der noch weiter weg ist als ich von dem Ding, der sieht einen flachen Sportwagen. Ah, der ist von Toyota. Nee, das ist Porsche. Fertig. Das sind solche UFOs. Ja. Ja. Und was man auch sagen muss, den Rundrekord hat dir Elektro geschenkt. Ohne Elektro wäre das nicht so passiert. Nee. Das ist so, ja. Das ist so. Wie siehst du Elektro? Also ich glaube, dass es schon relevant ist an Ballungsgebieten oder generell eben Emissionen zu verringern. Ne? Mhm. Das denke ich schon. Im Sport macht man jetzt interessante Ansätze, im Rennsport. Und das. Die Power ist geil. Power ist geil, ja. Die Möglichkeiten sind schon, ich meine, viele wissen das ja auch nicht mit dem 919, sage ich mal, was man technisch für Möglichkeiten hatte. Wir haben ja, wie gesagt, nur die Vorderachse betrieben. Wie du die Kraft dort Warum einsetzen schmunzelst kannst. Du so? Nee, weil ich mich gerade daran erinnere, wie sich das angefühlt hat. Wie das geschoben. Also man kann man an der 919-Runde ja nochmal festmachen. Also wir haben schon an der Vorderachse schon die Möglichkeit gehabt, das Auto das anders einlenkt, also quasi die Räder anders abgebremst werden. Also du hast schon dadurch auch mehr Möglichkeiten. Also anders gesagt, es ist zum Fahren her ist es nicht langweilig, auf gar keinen Fall. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Aber das verstehen die Leute, glaube ich, auch langsam. Ja, also es ist einfach, ich glaube einfach, man muss hört immer blöder, aber man sollte einfach der Technik auch die Chance geben. Ne? Und nicht gleich schon so eine Anti-Haltung einnehmen. Und Zeit. Und Zeit geben. Genau. Haben wir den Verbrenner auch. Genau. Und ich denke, wie gesagt, bin jetzt Rennfahrzeuge schon gefahren als Elektro und ich bin wirklich ein Petrolhead und am Anfang vielleicht auch skeptisch gewesen. Aber beim Fahren ist bei mir das gleiche Gefühl, weil ich einfach denke, ich will das versuchen, so schnell wie möglich zu bewegen und Leistung ist da und technische Möglichkeiten sind da. Man blendet es ja bei Mission A zum Beispiel, du blendest es ja auch nach kurzer Zeit eigentlich aus, ob du jetzt da eine Drosselklappe auf und zu bewegst, wenn du deinen Fuß untermachst. Ja. Oder ob die Spannung oder ob der Elektromotor einfach dann mehr Leistung abgibt. Also ich finde, für mein Gefühl ist das nach 6 Minuten, 7 Minuten,
freust du dich eigentlich mehr, wenn du Gas gibst. Das war viel Qualm unter dem Pedal quasi. Mhm. Weil wir beide kennen auch Rennautos, wo, wenn du Gas gibst, wo du dir eigentlich beim Rausbeschleunigen denkst, meine Fresse, es kommen noch meine Dinge. Nee, ist das bisher mich nah auch gefahren. Ne? Und das ist eigentlich ein tolles Beispiel dafür, wie sowas vielleicht aussehen kann oder wie sowas geht oder einfach so. Und mit Zeit kann da echt viel gehen. Ne? Ja. 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 Wie gesagt, muss mit der Technik gehen und stehen wir vielleicht noch am Anfang, aber muss man auch die Möglichkeiten geben. Ne? Ich stelle die ganze Zeit Fragen. Du kannst auch gerne Fragen stellen. Ja. Also wenn du Fragen hast, weil das ist jetzt wirklich schon eine relativ spontane Geschichte hier. Ja. Also du hast jetzt keine Zettel, wo du sagst, was ich fragen wollte. Aber wenn dir was einfällt, ne? Das ist so ein kleinen Spicker hier, weil den darf keiner sehen. Nicht, dass ich die ganze Zeit dich hier zuhämmer. Wir gehen bloß auf das 919-Thema nicht so super tief ein, weil wir halt noch gleich rübergehen und da wirklich separat drüber gehen. Darauf könnt ihr euch wirklich freuen, weil das ein geiles, also was du mir in der Front so gezeigt hast, war für mich nicht verständlich. Hm. Also wirklich krass. Hm. Okay. Ja, was wollte ich fragen? Ey? Wir haben ja über meine Rekordrunde auf der Nordschleife gesprochen. Wie ist denn deine? Auf der Nordschleife? Ja. Weit weg von deiner. Und welches Auto? Schnellste Rundenzeit? Ja. Weiß ich gar nicht. Oder was war das, sag mal, das Coolste, was du hier auf der Nordschleife bewegt hast? Muss ja gar nicht so eine Rundenzeit sein. Einfach vom Fahrgefühl her, wo du sagst, das war stimmig, das hat zur Strecke gepasst. R8 GT3, also ein Rennfahrzeug. Okay. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Also der Unterschied für mich zwischen einem Slick und einem Straßenreifen ist Wahnsinn. Ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn jeder, weil ganz wenig Menschen sind Slickreifen gefahren. Ja. Das ist ja wirklich so eine Sache, die ganz viele trennt. Mhm. Ganz viele Nordschleifen-Jungs, ich kenne, die super gut fahren, sind noch nie einen Slickreifen gefahren. Und man denkt sich, was soll denn der große Unterschied sein? Mhm. Mein Semi-Slick, es gibt schon sehr, sehr gute Semi-Slicks, ist ja fast wie ein Slick. Und da kannst du ganz klar sagen, nein. Mhm. Ne? Also wenn so ein Slickreifen wirklich volles Rohr ins Leben reinspringt, dann ist das schon echt krass. Das Krasse ist nur, wenn du mit dem Slick erstmals aus der Box fährst und da ist einfach nur gar nichts. Einmal das und halt auch, wie viel hast du in so ein Auto rein? Ich bin DTM gefahren zum Beispiel. Wie das Auto, wenn ein DTM-Auto kalt ist, die Bremse kalt ist, der Reifen kalt ist, dann ist das schlechteste Auto, was. Das ist gar kein Auto. Ja. Das ist einfach eine Kiste mit rollenden Dingern und einem Motor dran. Und das rutscht und macht und tut. Und du musst so viel Hass in so ein Auto reinbringen, bis du in diese Betriebstemperatur reinkommst. Und dann geht's langsam los. Und wenn du dann das Auto nicht kennst, dann weißt du ja gar nicht, wo ist denn hier das Ende der Fahnenstange. Du willst dich ja jetzt auch nicht hier zum Affen machen und drehen. Weil das ist immer das Problem bei mir, wenn ich mich in so Autos reinsetze, habe ich ein Zeitfenster. Das ist ganz kurz. Du willst auch nicht der sein, der es kaputt macht. Somit denkst du, mach den Beitrag, fahr nach Hause und alles ist gut. Ne? Aber natürlich sind da auch Autos bei, wo ich mir denke, ich will das schon gerne mal so ein bisschen ausprobieren. Aber ausprobieren ist auch drehen. Richtig. Und dann gibt es halt, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie die Stimmung an der Rennstrecke so ist. Weil Motorsport besteht zu einem, nach meinem Befinden, korrigiere mich, zu einem hohen Prozentsatz auch als ein Kampf außerhalb des Autos. Weil viel Rumgebitsche gemache ist zwischen Rennfahrern. Ja, da werden schon manchmal so die Grenzen abgesteckt oder vielleicht mal eine Message gesendet oder so. Ich habe mich ja nie so dran beteiligt, aber klar, gibt da schon ein bisschen Kräfte messen. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil wir beide kennen Rennfahrer, die wir auch gerade, wo wir gesprochen haben, darüber gesprochen haben, die davon auch leben. Und ich glaube, die daraus auch ihre schnelle Rundenzeit holen, weil sie diese hohe Aggressivität haben. Die haben auch ihre Fanbase, dass Leute das wieder feiern, dass er dieser aggressive Typ ist. Ich glaube, wir beide sind mehr Leute, die mögen einfach das Feine, die Perfektion, die Technik. Richtig. Anstatt, dass ich einfach den anderen psychisch so unter Druck setze und ihn so in den Fehler zwinge. Richtig, genau. Weil mein Ansatz war immer gewesen, das Maximum aus mir rauszuholen. Das war immer der Maßstab. Und es kann auch sein, dass ein Rennen war, wo jetzt vielleicht das Ergebnis nicht so gepasst hat und ich für mich gesagt habe, mein Teil war, das war okay, das kann ich mitnehmen, das war positiv, und das nehme ich mit. Es gibt mit Sicherheit auch noch Rennen, wo das Ergebnis top war und ich selber mit meiner Leistung nicht so zufrieden war. Wo ich dachte, okay, das und das. War da immer sehr kritisch, aber mein Ziel war immer, meine 100% abrufen zu können. Und wenn man so perfektionistisch, wie du auch schon gerade gesagt hast, wie das bei dir auch ist, wenn man so perfektionistisch angehaucht ist, dann ist das, trifft man diese 100%, wo man bei sich ist, die trifft man gar nicht so oft. Nein. Wie man im Nachhinein denkt. Also 100% treffe ich eigentlich für mich, egal was ich tue, eigentlich nie. Ja.
Weil zu 100% gehören ja auch viele Faktoren von außen stehenden Personen dazu. Ja. Und da war ich früher auch viel, da musste ich lernen, dass der andere Mensch, nur weil ich es perfekt haben will, muss er es nicht perfekt haben wollen. Ja. Dass du die Freiheit diesem Menschen allen gibst, der arbeitet zwar für dich, was aber immer noch nicht heißt, dass er es perfekt machen muss. Das heißt es nicht. Und da habe ich echt lange für gebraucht, das zu verstehen. Nur weil du das willst und weil der für dich arbeitet, heißt das nichts. Ja, da muss man wirklich verstehen. Und wenn man, glaube ich, da rangeht, ist auch die Stimmung und das Gefühl besser. Ne? Weil das ist auch so eine Sache, die Teamstimmung. Absolut. Absolut. Wärst du gern Formel 1 gefahren? Also früher war das der absolute Traum gewesen. Ich habe das am Anfang gar nicht so verstanden. Also dieser Porsche, diese Porsche Junior-Sichtung, das hat 99 im Januar. Die hatte ich, da bin ich hingefahren, war ich einer von 10 Teilnehmern. Einer von 10 Teilnehmern bei der Sichtung, war mit Abstand der Jüngste. Habe einen Tag vorher meine praktische Führerscheinprüfung, das war der 27. Januar, also musste die Sichtung am 28. Januar gewesen sein. Ehrlich? Ja, ja. Bin ich hingefahren und damals der Leiter vom Junior-Team und vom Karrierecup, Helmut Greiner, der hat es gar nicht gewusst, dass ich noch keine 18 war, weil damals durfte man mit diesen Fahrzeugen erst mit 18 starten im Rennen. Heute ist das, glaube ich, ist egal. 16, ja. Damals war das gekoppelt an den Führerschein. Und dann sagt er irgendwie, und dann irgendwie hat er so mitgekriegt, dass ich halt einen Tag vorher erst die Prüfung bestanden habe, praktisch, aber ich noch keine 18 war, das heißt also noch keinen Lappen in der Hand hatte. Und sagt er, du bist noch keine 18. Ich so, ne, 17. Was haben wir denn hier eingeladen? So, krummelig, schlechte Stimmung. Ja, und bin dann hin und komplett unbedarft. Ne? Vielleicht hat diese Naivität mir damals auch den Job dann gebracht. Weil ich wollte lernen. Wie alt waren die anderen jetzt? Ah, die waren zum Teil schon Formel 3 gefahren, die waren also 22, ja, 19 bis 22, genau. Ich war so mit wirklich so 2 Jahre Offset nach unten. Ich glaube, es war eher so ein Pilotprojekt. Guck mal, was nach unten hin so dabei ist, also vom Alter her nach unten gesetzt. Ja, und bin dann unbedarft dahin und war dabei nachdem es war erstmal nur so ein Gespräch und ein Fitnesscheck und Gesundheitscheck und einfach ja so ein lockeres Gespräch jetzt wie hier, wurde auch aufgezeichnet, glaube ich. Ehrlich? Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Das wäre eine geile Aufnahme. Geile, unangenehme Frage, aber war alles locker. Und dann durften 4 von den 10 durften 4 dann zum Test. Und die anderen 6 durften nicht fahren? Nein, die durften wieder weg, ja, genau, die mussten wieder heim. Oder besser gesagt, es war eine separate Veranstaltung da, in Italien sind wir gefahren. Wo? Und bin dann in Misano. Misano, bin dann hin und war, glaube ich, am ersten Tag deutlich der Langsamste, weil für mich damals, ja, weil ich bin Formel Ford gefahren. Okay, kein Führer, kein Ja, aber Formel Ford. Ja, aber ich hab nie links gesessen im Fahrzeug. Ne? Also das heißt, Mitte. Das sagt heute noch, Roland Kussmann erzählt das heute noch, ich bin wohl, also ich weiß noch so dunkel, aber ich glaube, es stimmt sogar, bin in die Box gekommen nach 2 Runden, weil jeder hat 10 Runden bekommen am Anfang zum Einschießen. Ich bin nach 2 Runden rein und sage, Herr Kussmann, was ist das Problem? Ja, ich komme irgendwie nicht klar, weil ich irgendwie links so weit weg bin von den Körbs und rechts jeden Körb mitnehme. Sagt er, wie, hast du keinen Führerschein? Nee, ich bin nur das erste Mal quasi links gesessen im Rennauto und dann, eieiei. Also hat er mir ein paar extra, ja, du, das ist geil. Hat er mir ein paar extra Runden gegeben und habe mich dann gesteigert und ich war am zweiten Tag dann, also am letzten Tag war ich irgendwie zweitschnellster, also hab die deutlichste Steigerung hingelegt. Das hat ihm wohl so gut gefallen und ich habe ihn, glaube ich, mit 130.000 Fragen gelöchert, sodass der danach eigentlich, gab es einen Sieger. Das war damals der Lukas Lohr, der wird direkt genommen. Und bei mir haben sie gesagt, okay, dich binden wir auf jeden Fall dran. Also du kriegst einen Vertrag von uns und darfst dann ein Jahr später, kriegst du dann das Cockpit. Ne? Weil das so absehbar war, dass das frei ist. Deswegen hatte er auch erst die anderen Spiegel. Genau, genau. So, und hab das dann, der Fahrer, der dann eigentlich fix war, der ist dann während der Saison schon früher suspendiert worden oder ausgewechselt und dann kam ich schon früher rein, also während der Saison 99. Aber das waren so die Anfänge. Und für mich war das, nochmal zurück zum Punkt, zu dem Zeitpunkt, als ich den Juniorvertrag unterschrieben habe, dann war die Bandbreite, das, was daraus entstehen kann, war ich mir gar nicht bewusst. Ne? Mein Onkel hat damals gesagt, eigentlich müssen wir jetzt hier Party machen, weil es ja mega 6er Lotto. Schon Erfolg da, ne? Ja, und ich so, ja gut, aber wir wollen ja eigentlich Formel fahren. Ne? Wir wollen ja keinen Carrera Cup fahren. Ne? Und damals war Carrera Cup ja, was für ältere Leute, es war ja nichts für junge Fahrer. Genau, es gab ja 964. Genau. Es gab 993 Cup. Ja. Und dann 996, erste Wassergekühlte. Richtig, genau. Und da, wo die Aggressivität auch ein bisschen rausging im Vergleich zu 964. Ja, also es war, also ich weiß noch, es war damals, das Feld war sehr stark, also keine Frage. Aber es waren eher so
Fahrer, die entweder nach ihrer DTM-Karriere gefahren sind oder halt ewig in diesen Markenpokalen drin waren oder eine Profikarriere hatten und so zum Abklingen dann weitergefahren sind. Aber es waren wenig jetzt wirklich ganz junge, jetzt wie wir im Junior-Team. Und ich glaube, das Junior-Team hat damals auch echt viel zu beigetragen, dass das Image sich vom Carrera-Cup geändert hat. Ja, und bin dann so reingekommen. Und dann war für mich eigentlich klar, das ist jetzt bist du Junior, jetzt willst du auch Werksfahrer werden. Und Werksfahrer wirst du nur, wenn du den Carrera Cup gewinnst. Also war das Target gewesen, da hinzugehen. Ne? Aber eine spannende Zeit. Und schon geil, wenn man das so hört. Ich glaube, ganz viele, die jetzt auch gucken, träumen von deinem Weg. Wirklich. Und auch wenn ich jetzt so höre, natürlich. Ich würde lügen, wenn nicht. Das ist schon echt toll. Und wenn man das Ganze sieht, Carrera Cup, dann die ganzen Le Mans-Siege und Le Mans-Rennen und die Erfahrung bei Le Mans, dann das 919-Projekt mit begleitet, dann schnellste Runde Nordschleife. Das ist schon, wenn du im Nachhinein drauf guckst, von allen Rennfahrern, die es gibt, das ist schon sehr gut gelaufen. Das ist wirklich gut gelaufen, ja. Naja, vor allen Dingen, ich glaube, also während der Zeit war das bei mir so, ich habe das ja, also bin seit 2 Jahren fahre ich nicht mehr professionell. Noch kleinere Veranstaltungen. Ist okay für dich? Der Fahranteil fehlt schon manchmal, weil das ja eigentlich so, das war eigentlich so der Grund gewesen, das überhaupt alles zu machen. Weil es ist ja wie jeder Job, man hat auch Tage, wo es nicht so einfach von der Hand flutscht und wo es vielleicht nicht so Spaß macht. Aber warum fährst du nicht mehr? Weil du denkst, okay, die jungen Jungs sind so fit oder merkst du das Alter schon ein bisschen? Oder, weil nee, also es war eigentlich so gewesen, ich habe für mich... Habe ich schon so vor der Frage gestanden, wie machst du es weiter? Es war eigentlich mit dem 919-Projekt am Höhepunkt. Also ein größeres Programm gab es. Ist die Formel 1. Genau. Konnte Porsche nicht bieten, ganz klar. Hört sich jetzt blöd an. Ich habe meinen Le Mans Porsche-Sieg gehabt, WM-Titel, habe Nordschleife, 24 Stunden gewonnen, Carrera Cup in Amerika, ganz viel Daytona, Sebring. Also ich habe ganz viel von, wenn man es gedanklich so eine Liste gibt, ganz viel abgehakt. Und ich muss sagen, ich habe das sehr intensiv gelebt. Das heißt also, gab wenig Veranstaltungen daheim, wo ich wirklich präsent war, sondern war auch vom Kopf. Und das ist ja auch meistens so, wenn du drin bist, in so einer Ding, dich selber zu pushen, kannst du nicht einfach daheim auf der Couch sitzen und mal komplett abschalten. Also du bist ja immer irgendwie, sitzt da, muss man da. Das ist eine ganz, jemand, der das nicht kennt, das ist eine ganz delikate Gefühlswelt, die kann man schnell die Balance verlieren. So, ich habe das sehr, auch Familienleben. Ja, auch das, genau. Und ich habe dann, sag ich mal, das sehr intensiv gelebt. Und ich glaube, wenn man dann anfängt, dann an sich selber zu merken, okay, vielleicht verliert man jetzt 1% Schärfe, vielleicht 1% hier, ist ganz wenig. Und da bin ich jemand, wo ich sage, oh, Panik. Jetzt geht es abwärts. Ja, und das ist was ich nicht kenne, weil bis dahin es ging immer bergauf. Fühle ich unglaublich. Ja. Und das Problem, ich meine, wir beide haben komplett unterschiedliche Wege, aber trotzdem ist eine Beschreibung sehr passend. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil wenn man so denkt, weil ich glaube, da denken wir sehr ähnlich, wenn das passiert, dann ist das nächste Prozent schon am Warten. Richtig. Ne? Dann wir fahren nicht gerade, wir fahren auch nicht rauf, sonst gerade fahren wir runter. Richtig. Und nach runter geht nochmal runter. Richtig. Und da entsteht dann eine Energie. Genau. Und wenn dann die Kraft nicht mehr fehlt, dieses 1% wieder zurückzuarbeiten, dann hat man so ein bisschen die Laune vielleicht in sich, maybe I should stop. Richtig. Ja, also, und ich glaube, wenn man jetzt ehrlich ist, ich meine, ihr habt jetzt mittlerweile 3 Kinder, und wenn du jetzt so das unbedingte Risiko, was du früher immer eingegangen bist, was selbstverständlich war, darüber hat man nicht gesprochen, das, ehrlich gesagt, müsste ich mich jetzt da viel mehr überwinden. Und ich so fahren, ich teste ja auch meine Autos noch, das Fahren, super, mache ich es unheimlich gerne, habe auch dann unheimlich viel Ehrgeiz, das ist das Tolle dran, aber das ist nochmal was ganz anderes, wenn du halt einfach gegen die Weltbesten fährst und sagst, jetzt heute ist der Tag, heute gibst du hier 101% und es ist einfach dieser Maßstab, das ist was ganz anderes, ne? Würdest du die 919-Runde heute noch mal genauso fahren können? Also von den Fähigkeiten schon, aber vom Commitment, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr so genauso. Wahrscheinlich nicht mehr genauso, ne? Weil das war zu der Zeit, das hat einfach in die, wie soll ich sagen, alles hat ja seine Zeit und das war damals am Ende von diesem 919-Projekt. Ja, das jetzt. Wir werden 4 Jahre jetzt, 3,5 Jahre, ne? Ja. Ja, es war am Ende von dieser Le Mans-Ära. Man war voll komplett eingespult, das Team war zusammen. Das heißt, das kann man jetzt eigentlich nicht so rausreißen. Das war damals einfach dieser Zeitpunkt, das hat gepasst mit allem drum und dran. Ja. Also wie gesagt, ich war heute noch, von den Fähigkeiten her, kann ich heute noch Rennen in den ganzen Klassen fahren, das ist kein Problem. Aber dieser eigene Anspruch hier, diese letzten 1-2 Zehntel, das ist einfach der Knackpunkt.
Da gibt man sich nicht mit zufrieden. Dass man sich nicht dann irgendwie, dass man so langsam die Leiter runter sieht, ja, geht und sieht andere die Leiter raufgehen. Das ist App im Kopf. Aber das muss jeder selber entscheiden, weil ich wurde das ganz oft gefragt. Ich wurde damit konfrontiert von Leuten aus der Szene und gesagt, ey, genau richtig gemacht, alles erreicht. Ja. Perfekt. Es gibt andere, die gesagt haben. Hätte ich jetzt auch gesagt. Es gibt andere, die gesagt haben, Mensch, du bist viel zu früh auf, wir sehen wie alle anderen scheiße aus im Prinzip. Also die, die weiterfahren. Sag ich, es ist ganz individuell. Du kannst das ja nicht an einem Alter festmachen. Aber würdest du denn gerne zum Beispiel in das Thema Entwicklung mehr mit reingehen? Weil da sehe ich, also Lars ist ja da sehr, sehr bei so. Ja. Aber da sehe ich dich nicht so. Bei mir ist ja so, ich sag mal, habe zwei Berufe im Prinzip als Porsche Markenbotschafter, was ganz viele Aufgaben hat, auch viele repräsentative Aufgaben, hat aber auch jetzt. Was du auch sehr gut machst. Vielen Dank. Muss ich wirklich sagen. Die Mission A-Geschichte, die wir gemacht haben, ist ja auch der Fahranteil mit dabei, auch erklären und das näher bringen. Und da kann ich mich sehr gut mit identifizieren mit der Aufgabe. Das war eine Rolle, die Walter Röll geschaffen hat im Prinzip über die Jahre und die eigentlich dann für mich so, auch vor einiger Zeit schon, wo ich gesagt habe, Mensch, das am Ende einer so oder nach einer Werksfahrkarriere so einen Job mal zu machen, das wäre was Tolles. Ne? Und da hat sich dann, das kam damals als zweiter Punkt noch dazu, hat sich diese Chance einfach aufgetan. Ne? Und wenn du das nicht nutzt in dem Moment, dann hätte es sie vielleicht nicht mehr gegeben, weiß ich nicht. Also war für mich auch so ein Thema. Aber genau, das ist der erste Job und der nächste Job Rennteam. Ist das Rennteam. Ja. Und das ist sowas, wo ich dann in dem aktuellen Motorsport einfach noch hier fest drin bin, up to date. Das ist sehr vielseitig, das ist viel, ja, wie soll ich sagen, viel breiter aufgestellt als der Job als Fahrer. Das ist nochmal was ganz anderes. Ja, ich weiß. Auch nicht weniger, wie soll ich sagen, mit mehr Verantwortung eigentlich, muss ich sagen. Ja. Komplexer. Und damit, komplexer. Und wenn die Verantwortung auch steigt, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, wirst du ja konfrontiert mit Sachen in deinem Kopf, die du vorher nicht hattest, die dich langsamer machen. Ja, gut, das auch. Also diese Verantwortung, die da kommt, das merke ich bei mir. Ich meine, ich habe jetzt nichts dazu zu tun, dass meine Zeit, wo ich fahre, irgendwelche Relevanzen haben. Mhm. Aber wenn die Verantwortung steigt und mehr Mitarbeiter kommen und du mehr diese Seelen und einzelnen Personen siehst, wirst du anders. Ja. Umso mehr das werden, mehr veränderst du dich. Ja. Das merke ich. Ich bin ja die letzten zwei Jahre als fahrender Teamchef. Und das ist schon eine Herausforderung, klar. Ich habe das gemacht, um auch mehr Aufmerksamkeit für das Team zu bekommen und einfach das nochmal zu unterstreichen. Aber das ist keine einfache Aufgabe. Deswegen habe ich auch gesagt, nach zwei Jahren, entweder mache ich die Rolle jetzt komplett oder eben nicht, weil das ist schon, das raubt dir schon sehr viel Kraft. Ne? Dann habe ich noch eine letzte Frage, dann machen wir auch Schluss. Okay. Wie läuft es denn im Timo Bernhard Cup? Er spielt auf meine Schuhe an, weil ich habe heute Super Mario Schuhe an. Und da ist es so, da war ich früher der Seriensieger. Also kurz zu erklären, der Bernhard Cup ist der interne Familie Bernhard Cup, wie der Name schon sagt, auf der Nintendo Switch in Mario Kart 8. Und der wird dann gefahren, meine zwei Jungs und ich fahren da gegeneinander und wie gesagt, die letzten Jahre eigentlich Seriensieger. Aber langsam kriselt's. Langsam, muss ich sagen, ist auch da, wo das 1% flöten geht wohl. nein, mein Ältester, der ist ja schon richtig gut. Aber es gibt wie alt ist der Älteste jetzt? Der Älteste ist 8,5, der Paul, und der Ben ist 6 Jahre. Ja. Na, den kriegst du noch weggefickt, ne? Ja, aber der wird langsam auch. Oh. Und zwar, ich fixiere mich so auf den Paul, wo man es gegen... Sag's dir, also wird dünn jetzt. Vor allen Dingen in Renntaktik sind die echt cool, weil ich fixiere mich auf den Älteren, weil der ein bisschen schneller ist und dann... Dann flutscht der Kleine durch. Genau. Und sagt, und dann irgendwie gibt's Tumult vom Ziel und wir werden irgendwie Vierter, Fünfter und dann so pöbeln uns an und dann sagt der Kleine, ich bin Zweiter geworden. Ich so, wie kann das passieren? Nein, das ist so die interne Meisterschaft. Ja. Okay, freut mich sehr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, hattet ein bisschen Spaß. Wir fahren jetzt rüber ins Museum und das wird sehr, sehr spannend. Wann das kommt, kann ich nicht versprechen, weiß ich noch nicht genau. Aber das mit den Gummifrotz, mit dem Pickup in der Front, das fand ich schon, das alleine fand ich schon ein Video wert. Tschüss.